Hey, willkommen zu einer neuen Baufolge zu meiner Windmühle. Ich bin Daniel von SimFancy. Heute geht's weiter. Ja, wir bauen heute weiter an diesem schmucken Ding hier. Oh je, ist das schön. Ja, das haben wir letztes Mal gemacht hier. Ja. Mir gefällt das wirklich. Ist wieder Eigenlob, ich weiß. Aber mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Haben wir in der letzten Folge gebastelt. Dankeschön euch dafür für die Kommentare wieder. Das hat euch auch gefallen, wie ich gelesen habe. Cool. Okay, wir bauen heute weiter. Und zwar bauen wir heute ein bisschen. Ja, sieht noch hier sehr roh aus, ich weiß. Oh je. Wir bauen heute weiter oben, dachte ich mir, weil ich möchte das mal regeln hier mit dem Bad. Ich möchte mal gucken, wie das hier aussieht. Das ist nämlich immer ein bisschen schwierig, weil wir haben ja letztes Mal schon probiert, wenn man hier nämlich statt hier reinzieht, dass wir da dann vielleicht ein, oh, da hat schon wieder was ins Haushaltsinventar verschoben, das kann ich ja leiden wie die Pest. bb.moveobjects. So, machen wir das erstmal hier an und hoffen wir mal, dass das hier klappt. Oh je. Ich habe immer Angst, dass mein Mühlrad, Dings hier, mein Windrad hier wieder weg ist. Oh je. Okay, so sieht's aus. Dann habe ich das jetzt eins nach oben versetzt und wir lassen das direkt mal, weil ich möchte da so ein paar Säulen reinpacken hier. Ja, die nehmen wir nicht. Wäre auch schön mal, aber in dieser Reihe nicht. Oh, zweimal oben hier. Zweimal will ich nicht oben. Und da nehmen wir so ein schönes Holzgebälk. Da hätte ich gern das hier, das ist mein Favorite. Oder wir nehmen das aus Hunden und Katzen, ist auch gut, ne? Das ist auch gut hier, dass wir da wieder das mit dem Holz, aber da gibt es nicht so ein schönes Dunkel. Ah, doch, das ist gut. Das sieht unten dunkel, viel dunkler aus hier, als es wirklich ist. Ja, ich finde das, glaube ich, oder? Das hat noch ein bisschen mehr Form, das ist so ein bisschen langweilig. Das ist auch nicht schlecht, aber das ist ein bisschen arg urig. Das ist auch ganz schön, aber das ist ein bisschen zu filigran, glaube ich, ne? Das ist auch, ja. Okay, wir nehmen das. Kurzer Prozess und dann holen wir uns Säulen. Was haben wir denn draußen für Säulen genommen? Dann nehmen wir dieselben da wieder natürlich. Ja, das wird schön hier, glaube ich. Ja, wir müssen das Bad so ein bisschen abgrenzen. Ich will nicht, dass das hier komplett zu ist. Ist ein offenes Bad. Haben auch schon viele gesagt, so, oh, oje. Aber ich denke, das kriegen wir ganz geil hin. Mit so einer Erhöhung, dann ist das ganz schön so ein bisschen abgetrennt. Und dann können wir vielleicht noch so ein Zäunchen oder irgendwas dazwischen machen, dass das so ein Stück weit abgetrennt ist. Aber dann trotzdem irgendwie verbunden mit dem Schlafzimmer. Weil, wie gesagt, das soll halt so ein bisschen verbunden sein. Ich nehme lieber was Flaches, damit wir nicht noch näher an das Bett rankommen. Weil das Bett muss hier bleiben, wir haben sonst keinen Platz dafür. Das ist komisch hier mit dem Eck dann. Na, hier ist eng. Das könnte gerade noch gehen hier, aber ne. Können wir da noch einen Schrank hinstellen? Das wäre auch nicht schlecht. Ist ein bisschen eng. Was sagt ihr denn dazu? Ich bin schon ein bisschen ein Stückel in der Wand drin hier auch. Man könnte es auch noch hier so ganz in die Wand reinschieben, bis es hier fast rausguckt. Und dann hätten wir da noch mal die Kissen zu am Rand. Finde ich auch ganz schön, ne? Muss man halt dann wirklich hier so bis auf den Millimeter hier genau. Dann geht's. Ja, kommen wir mal an das so. Gibt es das auch noch in dunkelbraun? Oder was haben wir da? Haben wir da schon ausgewählt? Hier war da was hier eben, oder nicht? Das ist auch gut. Ja, oder das. Oder das, oder das, oder das. Ja, so richtig das Braun, was wir sonst haben, gibt es ja nicht. Aber ich glaube, ich will in das Beige hier rein. Ich glaube, ich finde das Beige doch ganz schön. Doch, wir nehmen das. Okay, machen wir das mal so. Und jetzt möchten wir da oben, das haben wir da schon wieder. Oh, das hat es verschoben. Heimeliges Gartenfeuer hier. Oh ja, das stand hier irgendwo noch. Das packen wir mal hier hin. Möchten wir das natürlich hier fließen hier, ne? Fließen, fließen. Oh, ihr habt ihr übrigens schon den Daumen nach oben gedrückt. Ich habe vergessen, das Intro zu machen dieses Mal. Oh je. Sachen gibt's ja. Ich bin schon wieder voll am Bauen hier. Ja, so ein alter Steinboden wäre da, glaube ich, ganz schön. Ne? Das ist ein bisschen. Ah, oh, das ist ein bisschen arg ratzig hier, ne? Ratzekatze hier. Ne, dann nehmen wir nicht. Was ist das da? Ne, das Warme passt schon ganz gut. Ne, ne, das Warme ist schon ganz gut, ja. Und jetzt probieren wir da mal was hier zu basteln. Oh je, das wird wieder schwierig. Also man könnte auch noch hier, ich will mal gucken, wie das aussieht. Also hier müssen wir auf jeden Fall das Glasgeländer reinsetzen. Sonst purzeln die Sims mir hier die Treppe runter. Nicht überall. Du Spiel, du. Du Nudelspiel. Hier, da. Juggalugger hier. Oh ja, da macht er mir wieder schön den Rahmen da weg. Welcher war es jetzt hier? Nee, da ist falsch. Wir müssen hier bei Dings hier rein, bei Fundamente hier. Und es ist, passt sogar noch besser hier. Ja, genau. Und haben wir da einen Glaszaun drin. Glaszaun. Dann werden wir den da hinten auch noch reinsetzen. Wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht, ne? Wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht hier. Unten ist immer weiß, ne? Diese Leiste da. Macht er das schon wieder weg hier? Jetzt kriege ich aber hier die Krise. Wer hat das dir erlaubt? Und die Farbe ist auch mal weg. War das das oder das? Ich glaube das hier, ne? Komm, let me do this. Dankeschön. So, jetzt haben... Entschuldigung. Jetzt haben wir da eine Stufe und da können wir dann noch was reinstellen. Das ist ganz geil, oder? Ja komm, wir müssen ein bisschen was machen hier zur Abtrennung noch. Dann holen wir uns, ich glaube, ich weiß was.
aus der. Oh, die sind natürlich auch sehr cool. Können wir die alle. Ich will hier einen Schrank reinstellen. Wie soll ich das denn wieder machen jetzt? Was soll ich das denn wieder machen jetzt hier mit den Pflanzels? Wir haben doch keinen Platz für euch, ihr Pflanzels. Ihr kommt hier in die Ecke rein. Da passt eh sonst nichts rein. Wobei, wir können vielleicht das Klo da noch reinquetschen, aber. Ne? Wir brauchen auch noch Klo und Waschbecken und. Oh Gott, es wird eng. Eine Trennwand und zwar diese. Ist das bei Pflanzen drin oder? Ja, genau. Die ist nämlich gut. Die ist nämlich perfekt hier, ja. Ja, die müsste hier noch rein hier. Oder brauchen wir das Glas eigentlich gar nicht, merke ich gerade. Dann bräuchte man das Glas nicht. Also wieder zurück. Macht er wieder die Leiste weg? Nee, Glück gehabt. So, weil dann purzeln die Sims auch nicht runter. Ja, und weil das hier Kästchen sind, können wir das ganz genau hier reinpacken hier auch. Sehr schön. Das muss ja immer ein bisschen grün sein hier, oder? Muss ja eigentlich immer ein bisschen grün sein. Ich würde das hier jetzt mal hier entfernen. Hier, komm mal. Wisst ihr, was wir auch machen könnten? Man könnte sogar wirklich ganze Wände reinziehen. Und die dann... Jetzt macht er die Leiste wieder weg. Und die dann mit so einem Glas hier... dann wäre es ein bisschen geschlossener. Weil den müsste man ein Stück höher hier setzen, dass das ganz oben hier auch noch bündig ist. Das wäre vielleicht auch nicht so schlecht, ne? Dann wäre das so ein bisschen abgetrennt. Wisst ihr, wie ich meine? Wäre vielleicht auch noch was hier, ne? Hat was auch. Hat was. Wie rum gefällt es uns besser? Offen oder? Ich würde sagen mal offen. Ja, komm, da können wir ein bisschen besser durchgucken. Ist eh offen. Ja, da eine Tür reinzumachen wird schwierig, ja. Ich finde das Gebälk so toll. Wir wollen das mit dem Gebälk hier haben. Okay, dann machen wir weiter. Wir holen jetzt erstmal uns die Aufteilung. Also, wir brauchen eine Waschbecken. Ja, ich wollte es ja so ein bisschen gemixt einrichten, ne? Ein bisschen rustikal, modern, aber das ist schon ein bisschen orientalisch. Man könnte natürlich auch, ja, hier die vollstylischen Bäder hier reinsetzen. Das sieht schon geil aus auch, oder? So eine renovierte Mühle. Eine Mühle, die ist lustig. Ja, wir können auch eine freie Dusche eigentlich reinmachen. Das ist wieder blöd, aber mit den, da finde ich das Gitter hier schöner. Ist immer blöd mit den Wänden, weil wir haben keine schönen Glaswände. Das ist immer ein Kompromiss hier. Können wir das hier vielleicht so reinsetzen? Das muss eigentlich in die Mitte, weil hier sind, dann müssen wir uns wieder so ein komisches Dreieck-Eck. Dreieck-Eck. Ist das ein Wort? Dreieck-Eck? Ja, ne? Also nicht ein Wort, aber so. Ne? Dann können wir gucken, was passt gut. Und das Weiße vielleicht hier auch. Das Schwarz hat auch schon was. Mir gefällt nur der Stein da unten nicht. Der passt farblich überhaupt nicht. Ja, ist wieder, und das ganz Weiße auch schön. Ne, das Blaue. Schwarz-Weiß. Ja, da gefällt mir alles, nur der Boden nicht. Was ist das für ein Stein da unten? Das will ich nicht haben. Ja, dann nehmen wir die. Oh, da müssen wir das Orange noch ein bisschen reinquetschen. Sonst kommt das manchmal raus wieder, ne? So, ist gut. Ja, es ist gut. Ja, dann passt das doch. Hier kommt man raus aus der Dusche. Dann können wir hier nämlich das Klo reinsetzen. Dann nehmen wir doch hier. Was nehmen wir denn? Nehmen wir das hier, oder? Das schöne Klo. Genau. Und dann können wir da nämlich Klopapier. Da kommt man gut ran. So, genau. Auf der richtigen Höhe hier. Und das wäre ganz cool. Die sind immer so ein bisschen... Ja, die sehen so flauschig aus. Ne? Die sind so flauschig. Die machen wir hier an den Rand hin. Das sind unsere Handwaschbecken, Handtücher. Können wir das ein bisschen höher, oder? Machen wir das so, ne? Würde ich mal sagen. Und dann können wir da... Oh, das ist auch so ein schönes Objekt. Können wir damit irgendwie die Ecken füllen? Ja, das ist wieder so eine Ecke, da kann man irgendwie so ein Krams reinpacken. Hier so Putzschrank, in Anführungszeichen. Können wir euch noch ein bisschen rüber, ne? Weil das so ein schönes Objekt war. Das ist so ein tolles Objekt hier. Ich verfluche den Tag bis heute noch, dass ich das Crafterhaus fertig gebaut habe, bevor das hier... Oh, wir nehmen so ein bisschen was Gediegeneres, oder? Sowas ist ganz schön, ja. Das Crafterhaus fertig gemacht hat, bevor die coolen Crafter-Objekte gekommen sind. Wir hätten sie es geahnt hier. Ich wusste es wirklich nicht. Ist kein Scherz, ne? Ich wusste es echt nicht. Ich verarsche euch da nicht. Aber es ist immer so gewesen, jetzt in letzter Zeit.
Mal hier die Bademäntelchen hin. Dann kommt noch mal hier vielleicht so ein bisschen so eine Wäschetruhe. Vielleicht können wir die auch in die Mitte. Dann können wir da die Handtücher, die werden natürlich schön weiß. Ich finde das voll schön, wenn das so eine knackige Wand ist und dann das tolle Weiß dazu. Das sieht dann so edel aus und so ein bisschen, ne? Schickimicki, ohne dass man das alte, also die Mühle da komplett entkernt hat, ne? Das ist eigentlich voll toll, wenn man hier auch nochmal so ein paar Balken reinsetzt. Das ist ganz schön, das ist ganz schön. Wobei hier auch die Holzhandtücher als Kontrast wieder passen können. Man muss das so ein bisschen mixen immer, ne? Mixen hier mit dem Mixerstab, nicht, sondern mit sowas hier. Ja, das passt jetzt nicht so ganz, aber die Handtücher sind ein bisschen schöner, weil die voluminöser sind, aber das Holz hinten wieder, wa? Hier Doppelhandtuch, ja, das ist besser. Dann hier kommen noch Seifen, kleine Seifeleins. Nehmen wir die rosafarbenen hier. Ja, das ist ja am schlichtesten, ne? Das haben wir da. Das ist auch schön. Hier ist so ein bisschen Kupferfarben, das ist auch toll. Passt eigentlich alles, da kann man nichts falsch machen, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde mal sagen, wir nehmen das Schwarz. Wir nehmen das Schwarz, oder? Wir haben immer so ein bisschen schwarze Griffe. Ja, auch nur das. Und hier die Dusche. Okay, fällt noch ein schwarzen Spiegel. Was haben wir denn an schwarzen Spiegleins? Farben, schwarze, bitte zeigen mir. Okay, nee. Ja, der wird schon... Oh, der ist auch gut. Den kann ich mir mal... Oh, der ist auch gut. Der ist ein bisschen arg groß, ne? Der ist ein bisschen arg hoch. Der ist gut. Können wir nehmen den. Dann haben wir da noch so ein kleines Fäschchen. Fäschelein. Fresh. Wo sind die Seifen? Rechts oder links? Ich überlege gerade selber. Eigentlich ist es egal, ne? Aber rechts, oder? Man drückt mit der rechten Hand, dann hebt man die, hält man die linke ran. Da gibt es ja auch den neuen Mondspiegel. Ja gut, jetzt müssen wir den nehmen. Jetzt ist hier Schicht im Schacht hier. Oh, der ist natürlich voll toll. Gibt es denn auch in dunkel? Oh, den gibt es sogar in dem schönen Braun, aber der hängt ein bisschen ins Waschbecken rein, Menschen, liebe EntwicklerInnen. Wieso? Ich kann ja nochmal ein Stück höher. Da muss man ein bisschen sich hochstrecken, um reinzugucken. Kinder haben da verpasst hier das Schöne. Aber das ist schon geil. Er ist so schön mackig auch. Ich finde das voll gut. Ja, das Pflänzchen wäre auch schön einzeln. Aber gut, was soll das denn dran kennen? Okay, haben wir das auch geschafft hier? Ja. Brauchen wir noch einen Teppich. Ja, vielleicht nicht wirklich einen schwarzen. Aber wir gucken mal. Vielleicht gibt es ja auch schon eine schwarze Teppiche hier. Auch so eine verratzten da. Nee, da ist ja hier das Miefeltier hier schon. Das ist vielleicht ganz gut. So ein bisschen was Modernes, aber trotzdem relativ schlicht wieder, ne? Sowas ist auch, glaube ich, ganz toll. Der ist immer ganz schön, wenn man den so ein bisschen kleiner macht. Das hat natürlich auch... Ich glaube, ich finde den besser, weil der ist nicht so aufdringlich. Immer eine Kacke. Entschuldigung, aber es ist echt so. Wenn man auf diesen Fundamenten, auf diesen Plattformen hier Teppiche platzt, da kannst du ja wirklich Mäuse melken hier. Das ist so Mäuse melken. Ich mach den jetzt in die Mitte des Bades hier. Dann haben wir da warme Füßchen hier. Bei der Dusche kann man sie hier abtrocknen. Okay. Oh, das ist natürlich auch schick. Aber das ist wieder ein bisschen arg groß hier. Ja, das ist auch nicht schlecht. Das wäre wieder der Wilde. Ich glaube, ich nehme einfach den schwarzen hier, ja? Das gefällt mir ganz gut. Sag mal, für Teppich muss man echt mal nach den Farben filtern. Da gibt es so Sachen, die kennt man gar nicht. Hier, guck mal das an. Was ist das alles? Kenn ich nicht. Kennt ihr das? Ich kenn's nicht. Okay. Na gut. Okay, das finde ich schon mal ganz gut. Brauchen wir noch was für die Wand. Ohne Schwarz, bitte. Ohne Zahn, ohne Schwarz. Wasserschaden hier? Nee, oh Gott. Wenn ihr das einmal gehabt habt, dann macht ihr keine Witze mehr drüber. Das wäre auch nicht so schlecht, wenn das so ein altes Plakat. Aber ich mag die Schrimps nicht im Bad haben. Riecht es gleich nach Fisch gefühlt. Wie man immer gleich auch nach den neuen Sachen da, ne? So, ach, könnte das passen? Scheiße, nein. Man will aber das neue Zeug gleich nehmen hier. Ja, das auch. Das ist so toll. Jetzt kriegen wir Fletch hier rein, ne? Das ist vielleicht ganz cool noch. Das ist vielleicht noch ganz gut so als Betthintergrund oder so. Das ist nur vielleicht was. Hier der Schlaf... Gute Nacht, Bär. Ich
finde das irgendwie cool. Das macht so, bringt so ein bisschen Crunch rein hier. Das ist so ein bisschen crunchy. Das Ding, das gefällt mir schon mal ganz gut. Ja. So ein bisschen Monster-Style, ich weiß. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich finde das voll schön. Ich weiß nicht, ob das hier passt. Vielleicht machen wir das unten irgendwo rein oder so. Dann vielleicht das andere. Das Rainbow. Das Rainbow. Oder hier passt eigentlich auch ganz gut. Ne? Was willst du da stellen? Sonst ist es mal ein bisschen eng hier. Ja, ne? Ja, dann haben wir hier den Schreibtisch uns eingeplant. Und ansonsten wird es halt knabbig dann wieder hier, ne? Dann müssen wir wieder den hellen müsste man da nehmen. Oder schwarz-weißen eigentlich. Ja, wenn wir das Weiße nehmen, dann wird es, glaube ich, besser passen jetzt. Okay, wir machen das Weiße. Jetzt auch so wenig Fenster, ne? Da muss man ein bisschen was Grün rein und... Ja, okay, jetzt gucken wir hier mal, dass wir da noch ein bisschen Flauschi reinbringen. Da können wir wieder den... Das heißt wieder, immer noch... Hier meinen neuen Lieblingsflauschi nehmen, natürlich. Aus dem Industrieloft-Set. Da muss der Flauschi drunter hier. Ja. Flauschi. Oberflächen. Das ist so ein toller Schrank hier. Wir müssen erstmal gucken, ob wir hier einen normalen Schrank hier bekommen. So ein Dings hier. So schön, so eine alte Werkbank ist das, oder? Ding, ding, ding. Was nehmen wir? Das ist wieder keine Farbe, das so. Ich glaube, ich nehme doch das Weiß. Gut, ganz weiß ist das auch nicht, aber ja. Ja, mit Sideboards. Oh, das ist natürlich ideal hier. Momentchen mal hier, das ist natürlich ideal hier. Ja, wir stellen jetzt unseren Ding hier voll, aber wir könnten das auch hier reinstellen. Guck mal an. Das würde hier voll gut passen. Können wir das hier nach links? Das nach rechts. Ich habe gerade überlegt, ob ich links und rechts richtig gesagt habe. Oh nee, das ist ein bisschen zu eng jetzt, wegen dem Waschbecken. Da muss der Wäschekorb hier fliegen hier. Der Schwächste fliegt. Der kommt hier ins Eck rein, ja. Der kommt hier ins Eck rein. Ja, das ist perfekt. Dann können wir da noch ein bisschen Deko auch machen. Ich bin jetzt weiter mal am gucken, wie wir das noch so machen. Jetzt müssen wir hier nochmal den Stuhl einplanen. Der gehört natürlich auch dazu. Oder können wir auch den da nehmen, weil da gibt es auch den Schwarz-Weiß. Machen wir das mal so. Electronics. Das kann man auch, ist ganz süß, wenn man so als zweiten Bildschirm das Ding nimmt. Und dann einen Laptop, dann hat man kein Geld mehr, ne? Ja. Laptop oder Schreibmaschine hier. Ja, ich nehme mal den. 3300, ihr legt mich doch weg. Ja, der ist jetzt ein bisschen Chaps wieder am Platz hier, aber wir können den ein bisschen kleiner machen. Ist halt ein alter kleiner Computer-Schreibtisch hier. Ich probiere das mal nochmal hier. Nehmen wir das ein bisschen weiter vor. Ich drehe ihn hier. So. Yeah. Chugga-lugga, your second screen completed. Okay. Komm hier noch ein bisschen Musiker. Lautsprecher, was auch immer, stellt es euch vor. Ja, die finde ich ein bisschen arg heftig. Und dann können wir, brauchen hier jetzt noch so ein Regälchen. Ein Bücherregal. Da gibt es auch einen Balken hier. Ui, oh, I like to move it. I like to move it. Wir schieben es an die richtige Stelle. Wir, das muss hier rein. Gibt's kein Kompromiss mehr. Jetzt müssen wir wieder das neu machen hier. Ah, Glück gehabt hier. Guck mal an hier. Glück gehabt hier. Ja. So passt das auch. Sehr gut. Dann ist er auch ein bisschen weg hier von der Treppe. Ist gar nicht so schlecht. Ist voll schön, oder? Oh, ist das schön. Das holen wir uns auch noch für unten. Das ist so ein toller Regälchen hier. Können wir das hier irgendwo reinquetschen noch? Oder ist das hier wieder näher? Passt hier. Alles hier genormt in Sims. Unter die Treppe oder so, ne? Oder hier. Das ist natürlich auch top. Hier so mit Balken noch, ne? Dass die Balken da noch hier stehen halbwegs. Das können wir gut machen. Oder hier so gegenüber von der Treppe oder so. Wäre noch schöner, ne? Dass die hier so ein bisschen abgetrennt ist. Ja,
Nee, ich fand's da drüben gar nicht so schlecht. Da müssen wir eh noch mal gucken. Hier unten ist noch so roh alles. Okay, gehen wir da mal weiter jetzt. Was sagt ihr denn so weit? Ne, das sieht doch gut aus. Eigentlich wollte ich nur ein Wandbücherregal. Jetzt habe ich schon wieder ein großes hier. Ja, das ist wieder zu klein. Ding, ding, ding. Dieses Sammelregal da. Wenn ihr das nicht kennt, dann habt ihr was verpasst hier. Dann müsst ihr Werwölfe nochmal hier spielen. Das ist so cool, weil da kann man die Sammelobjekte reinstellen aus Werwölfen. Und die passen nur an eine Stelle. Und wenn die alle zusammen sind, dann kommt was ganz Besonderes bei rum. Das ist voll gut. Das ist voll gut. Das lassen wir hier drin. Ja. Das animiert hier zur Reise nach Moonwood Mill. Jetzt brauchen wir hier noch Bilder an der Wand. Bilder an der Wand. Was wir nehmen. Pappgeschichten. Nee, das ist nicht gut. Da muss jetzt irgendwie was so was naturkünstlerisch. Da gibt es auch die Blumen da, die bunten. Oh, das war auch schon, ja. Oh ja, oder? Oh, die, ja. Die da, oder? Bisschen kleiner. Brauchen hier so ein bisschen was farbiges. Sonst sind wir hier so. Wie so ein Kellerraum ist das sonst, ne? Das ist so ein bisschen schwierig. Auch voll schön. Das müssen wir unbedingt hier auch noch irgendwo verwenden. Das hat so einen tollen Touch hier. Statt dass es da nur eins gibt, ne? Da hätte ich so 3, 4, 5 Motive irgendwie ganz gut gefunden. Hätte man so 2, 3 machen können. Jetzt hier rechts oder links oder so. So schön. Das ist aus wie ein Klappbett hier. Ja, wir müssen den Kleiderschrank hinstellen. Wir haben keinen Platz mehr dafür. Scheiße. Können wir das da vorhängen? Eigentlich schon, oder? Da hängen wir einfach davor hier. Das haben wir hier. Das ist hier. Da ist hier einfach nur mal hier überhangen. Überhangen mit Gefangenen. Ja, so ein bisschen Regalkrams ist immer gut. Okay, jetzt können wir die Cubies nehmen. Oder nehmen wir die Cubies als Nachttisch, weil die gibt es, glaube ich, auch in diesem hellen. Das ist ein ganz hellen, ja. Das ist das ganz helle. Cubics. Cubies. Cutie Cubies. Wir machen die schwarz. Ja. Ja, die schwarz. Abgerundet oder eckig, ne? Das ist ja nicht so jetzt. Ich glaube, ich fand das Abgerundete gar nicht so schlecht. Cubies sind die schwarzen hier. Ja, mir gefällt das jetzt irgendwie. Ich finde das cool. Die kann man auch schön stapeln. Eigentlich voll toll. Könnte man sogar hier eine Wandgestaltung damit machen. Ich finde, die sind halt sehr tief. Ne? Also die gehen schon weit rein. Das ist ja ein richtiger Reisekoffer hier schon wieder. Ja, dann lasst uns doch hier das gleiche Design hier nehmen für den Kleiderschrank. Dann machen wir das doch so, oder? Dann nehmen wir hier die Stangen. Diese schön blum machen. Blum, blum. Blum, blum. Blum, blum. Blum, blum. Mehr Schrank brauchst du nicht, wa? Das ist gut. Das reicht. Blum, 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 blum. Ja, die Klamotten sollen leuchten, nicht die Schränke. So, jetzt holen wir uns noch die Nachttischlampen. Ja, das ist wieder toll, ne? Da, das geht drauf, aber große Deko, die draufpassen würde, die geht nicht drauf. Oh je. Bin auch wieder der neue Mondschein, Flieg und Stieg hier. Nee, Sieg und Flieg. Mondschein, Flieg und Sieg. So, jetzt habe ich. Aber was sind das für komische Farben? Oh, das ist ganz schön. Mit dem fliegenden. Magnetisch fliegenden oder Magic, man weiß es nicht. Ja, da würde natürlich auch so weit hier ganz schick dazu passen. Hier ist so eine Leselampe. Das Dekolampe, das Leselampe. Ja, wir brauchen hier noch so was. Wir brauchen noch was Süßes hier drin. Ja, Kerzen im Regal, danke auch. Hier nichts gibt's. So, wieso gehen das nicht da rein eigentlich? Das muss doch hier reinpassen. Das tricksen wir einfach hier rein. Das geht jetzt so einfach, sage ich. Brauchen nur so was Liebliches, ein bisschen Kerzenschein und sowas. Sowas hier können wir da noch ein bisschen was Blumiges reinpacken. Oh ja, hier oben drauf passt das doch. Wieso geht das nicht? Dann nehme ich das Regal, das ist noch schöner. Sieht aus wie Duftkerzen. Sehr gut. Haben wir auch was gefunden. Ist immer gut, nicht so zwanghaft alles jetzt voll zu machen, sondern immer so ein bisschen zu gucken. Ah, das könnte ja noch ins Bad passen. Ah, das könnte ja noch hier passen oder so, ne? Das ist immer ganz, ganz süß irgendwie, finde ich. Mal da nochmal ein bisschen guckt hier. Das ist auch so toll eigentlich. Wenn man das hier reinsetzt, könnte man sogar vergrößern im Schrank. Und neue Kreationen basteln hier. Ein Mondsockel. Ja, die da ist eigentlich auch nicht so schlecht, aber
Na gut. Okay, jetzt gehen wir mal an den Kleiderschrank. Wir gehen mal auf zum Modular. Das Codewort. Da kommt nämlich der ganze Kleiderschrank-Kramszeug. Da gibt es erstmal das Weiße und Alltagsmode auch hier in Schigi Weiß. Ja, sind ja hier sehr modische BewohnerInnen. Und das muss hier, glaube ich, dann hin, oder? Schade, das Bild passt so gut. Aber wir können ja nicht zwei gleiche da machen. Wenn das zwei ähnliche wären, dann würde ich das so machen. Irgendwie oder so ein Dreier gespannt. Das wäre so schön. Wir können doch nicht dreimal das gleiche hier. Schadig. Schadigkeit ist das. Eine Schadigkeit, die seinesgleichen sucht. Ihresgleichen. Die Schadigkeit, oder? Okay. Let the Suche beginnen. Ja, ich nehme gleich die Vampirkratzbilder. Ja, ich glaub's ja voll. Das ist damit natürlich auch schön. Da ist so ein Blümchenbär. Schmetterling. Das hat wieder was, weil das ist wieder so was Altes. Ne? Das ist wieder dieser Mix dann aus Alt und Neu. Das ist schon schön. Das ist schon schön. Ich würde aber die Schmetterlings-Modeling in die Mitte tun. Das ist dann wie so eine Sammlung her, ne? Das finde ich gar nicht so schlecht. Wäre besser in Schwarz jetzt in dem Fall, aber ich finde es gar nicht mal so okay. It's okay hier, yeah, it's okay. Wir machen die ein bisschen in den Kleiderschrank rein. Hier gehen wir, ja, hier so. Da ist das Eck, genau. Und da dann die... Ja, machen wir hier nochmal eins rein. Hier, ja, dass da ein bisschen heller ist. Und hier ein bisschen dunkler. Okay. Ich finde das echt schön, aber das passt halt nicht. Dann. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Jetzt brauchen wir noch ein paar Schuhe. Schuh des Manitou. Schüchchen, kommen Sie herein. Nehmen wir einfach irgendwelche, ist völlig egal, ne? Könnt ihr unten noch ein paar hinstellen. Hier ist ins Eck. Das ist ganz süß. So ein bisschen was Wildes. Wisst ihr, wie ich meine? Bisschen was hier wert, die Schuhe da reingestellt. Sakrament hier. Wird geflucht in diesem Haus. Ja, wir müssen auch die Säulen hier anbringen. Die Außensäulen sind auch ganz schick, ne? Die Außensäulen hier, müssen wir das noch hier. Die ist so nach außen gehen, ne? Weil das hier dann eine Ecke nach außen ist. Das macht gleich was her hier. Das macht gleich was her hier oben, oder? Ist das jetzt schön eingerichtet oder ist das jetzt schön eingerichtet? Jetzt will ich aber nichts hören hier. Doch, ich will hören, was ihr sagt. Aber nichts, doch negativ dürft ihr auch schreiben, wenn es euch nicht gefällt. Aber ich will jetzt hier mal, ihr wart immer so skeptisch. Jetzt will ich mal hier hören, ob ihr immer noch so seid. Ja, danke. Könnt ihr das auch noch hier so rummachen, die Spanndrille hier, die alte Spanndrille? Ich weiß nicht, ob das nicht so viel wäre. Vielleicht rechts und links noch und dann nicht. Dann geht der offene Charakter auch kaputt, wa? Geht der offene Charakter voll kaputt. Ich gleich mal das hier wieder weg. Ich glaube auch die Säulen. Sonst ist das offene Treppenhaus so ein bisschen. Ja, ist auch besser zum Spielen, wenn man das Zeug nicht vor der Fresse hat immer. Okay, und da muss noch ein Pflänzelein rein hier, ja? So, Deko. Ich will. Ich freue mich voll, dass das so gut aussieht jetzt. Ich dachte auch am Anfang, oh Gott, wie machst du das mit diesem komischen, eckigen Raum da? Hast du keine Ecke und irgendwie doch überall Ecken. Aber lauter Ecken, die du nicht brauchen kannst. Wie willst du das aufteilen hier mit dem Bart und so mit der Ecke? Jetzt mal scheiße. Aber es geht jetzt, ne? Wir haben das, glaube ich, das Beste draus gemacht. Okay. Da muss noch so was hier rein, glaube ich. Das ist ganz gut. Da ist ja die Tür ist ja in der Mitte. Da müsst ihr eigentlich gehen, liebe Sims. Ne? Da kommt ihr noch durch hier mit eurem Arschi. Das können wir ein bisschen kleiner machen hier. Dann ist das hier noch am Rand. Ja, ist ein bisschen verloren jetzt da, ne? Aber das Bild. Das kommt runter. Einfach. Das kommt runter irgendwo. Kommt ganz groß irgendwo runter. Ja, kommt richtig groß raus hier überall. Das weiß ich nur noch nicht wo. Da wäre mir auch kein Platz hier wieder. Ach, scheiße. Ist doch wahr. Hier unten sieht es aus wie im Keller. Das ist echt schlimm. Und hier oben, oh, voll schön. Ja, ihr müsst derweil oben einziehen. So, Leute, was brauchen wir noch hier? Kommentieren Sie bitte. Kommentiert mir bitte, was ihr wollt. Was wir noch brauchen. Da hat noch ein bisschen Deko, ne? Den Schminky-Krams. Hier noch ein bisschen was drauf. Ja, das Bild, das hätte ich so rumgeschoben.
Aber wir können es nicht austauschen, dann sitzt man mit dem Arsch hier vor der Treppe, ist ein bisschen zu eng. Aber es ist doch ein schönes Loft hier oben, oder nicht hier? Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen, Daumen nach oben nicht vergessen. Nächstes Mal geht's weiter mit der Mühle oder jetzt auch noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Ganz viel Spaß. Dankeschön euch. Tschüss.